Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, dass ihr einen wunderprächtigen Morgen hattet, einen wunderprächtigen Tag. Und ja, heute geht's in die Kluft mal wieder. Und zwar nicht alleine, sondern ich bin in Begleitung, in weiblicher Begleitung. Und zwar Le Nella Latte Macchiato. Oh. Es ist einfach ein Zusammenspiel aus Leckerigkeit und Amazingness. So, also, gut, wir fangen an und zwar folgenderweise, weil wahrscheinlich viele gar nicht mehr wissen, was Masse bei den Accounts ist, die ich spiele und generell, weil ich ja, ne, viele Games gar nicht, so. Also, folgendes, ich habe drei Accounts, das hier ist der Dorsch, das ist der mittlere Account. Das heißt, ich habe diesen einen Account, der ist so Gold 4, glaube ich, da spiele ich halt immer so Trollsachen drauf. Dann habe ich diesen Account, der ist Gold 2 aktuell, der hat aber eine Turbo-MMR, Leute. Ich weiß gar nicht, wieso. Turbo-MMR, das heißt, der kriegt immer plus 30, minus 11. Ja, das hier ist mein Triad-Account und wir haben ja letztens getrollt, deswegen wäre heute ein bisschen Triad dran. Mit dem guten 14-Skin habe ich bekommen aus einer Box. Und dann habe ich ja noch meinen Main-Account, der ist mittlerweile Diamond, das habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ja, ob wir den nochmal weiterspielen, vielleicht mal sehen. Gut, wir spielen also Fitz. Den Fitz-Tronauten gegen Velgor-Schmäger. Der hat Teleport dabei. Teleport, Leute. Teleport gegen oh, ich wurde noch kein Level 2. Aha. Teleport gegen Fitz ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Wir würden jetzt versuchen, Level 2 sehr schnell zu werden. Ja, Mist. Okay, er ist vor mir Level 2 geworden, aber macht nichts. Macht nichts. So. Die Gegner haben Heck, Karim, Jungle, Lilia, Top. Die sind sehr weich. Die haben natürlich ein Zillion, was ein bisschen nervig-schmerfig ist. Aber, zack. Schöner Trade. War ein schöner Trade, war ein netter Trade. Nehmen wir mal schön Q, Auto-Tech, W. Muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man... ja, weil wir noch keine E geskillt haben und nicht, dass wir gegankt werden. Hekarim könnte sehr gefährlich werden. Müssen wir gleich mal gegen Warden. Ja, ansonsten, ich spiele natürlich immer noch sehr gerne Vladimir. Und ja, also Skarne im Jungle auch zum Beispiel. Und Kay natürlich und so das Übliche eigentlich, ne? Ich habe in letzter Zeit auch sehr, sehr viel Katarina gespielt, muss man tatsächlich sagen. Ja, war mal cool, war mal nicht so cool. Immer so, mal so quasi, würde ich sagen. Und Engage. Zack, zack, batz. Schön. Oh, ich wollte schon sagen, das trifft mich ja wohl nicht, oder? Ja, schöner Flash bekommen. Sehr, sehr gut. Ne, hätte er ja nicht mal flashen müssen, weil die E hätte jetzt auch nicht so viel Damage gemacht. Aber wenn wir Glück haben, können wir ihn A gleich töten und B wird da gepinkt. Und C warden wir mal dort. Dort wurde gewardet. Gut, wir müssen gucken, dass wir an ihn rankommen. Am besten kann man immer an ihm so ein bisschen rankommen, wenn man nicht straight auf ihn zuläuft, so, sondern immer so ein bisschen seitlich. Oder einfach so, dass man nicht eine klare Absicht macht, weil dann kommt er so ein bisschen, zack, und dann dreht ihr euch und dann bam. Das klappt nicht immer, manchmal, ab und zu, selten. Vorhin, meine letzten Engages, die ich auf ihn gemacht habe, waren auch dadurch. Na, ihr müsst eine Absichtserklärung machen. Sagen, Absichtserklärung dieser Minion. Und dann lauft ihr hin und dann kommt er vielleicht und dann batz. So, jetzt hätte ich den Minion verloren, aber, naja, um es zu showcasen quasi. Ich würde ihn gerne mehr fighten, weil er hat halt... Okay, er pusht. Das ist gut. Dadurch muss er weiter hergehen. Wir machen Absichtserklärung hier hin. Und dann nehmen wir den Minion. Ja, also es ist natürlich schwierig, an ihn ranzukommen, wenn er da hinten auf 12 Kilometer Entfernung steht. Aber da er pusht, muss er jetzt immer so ein bisschen, ne? Die Wave kommt. Und ich könnte mich natürlich auch so ein bisschen dazwischen stellen. Als Zwischensteller. Ist natürlich auch ein Beruf in Amerika. Offizieller Zwischensteller. Ich will aber, was ist denn das? Er spielt Nexus Weiger oder was? Wie kann der denn da die ganze Zeit? Porn da hinten, Last hinten, Saramoy. Okay, Kanone hat er nicht bekommen, sehr gut. Ich glaube, jetzt geht er shoppen. Beziehungsweise teleporten. Das Problem ist, wenn er jetzt teleporten geht. Oh Mann, so Sackeblade-mäßig. Wenn er jetzt teleporten geht, dann. Er verliert jetzt erstmal noch ein paar Minions, aber ich komme halt nicht aus der Lane raus. Oh nein. Ich komme nicht aus der Lane raus. Das ist das Problem so ein bisschen. Das heißt, ja, ich habe jetzt Items, er geht shoppen und ich habe keine Items. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen gegenpushen hier. Naja, er verliert jetzt nochmal den Rest hier. Das ist ziemlich cool. Das ist nett und ziemlich cool. Und er benutzt auch seinen Teleport. Ich hätte er definitiv machen müssen. Er hätte jetzt hier einfach gerade eine komplette Gigawave verloren. Er hätte definitiv teleporten müssen. Guck, jetzt haben wir das und jetzt gehen wir schnell shoppen. Wir kaufen uns einen schönen Revolver. Ich mag eigentlich Dark Seal immer sehr gerne. Aber ich glaube, wir kaufen uns trotzdem Revolver für ein bisschen mehr Bursch. Bitte nicht. Sehr gut. Gut, okay, schön. Revolver ist da. Ein schöner Revolver. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn töten. Er heißt 7865793 Köln. Okay, gut. Leute, er ist missing. Er hat Mana und ein Buch. Leute, er ist Bad. Ach, Leute, dass so ein Roam klappt, ist so traurig, ne? Es ist auf der Traurigkeitsskala 334 1199.
Ich komme. Oh, lol, er überlebt. Und er? Luschen? Oh, lol, vielleicht können wir da was rauskapitalisieren. Ich bin nämlich Kapitalisator. Wir machen den abfangenden Mogulfisch. Guckt euch das an. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist mein Näher. Oh yeah. Batz, guten Tag, einmal bitte dich. Autotech, B, Autotech, Q. Oh, brauche ich nicht mal mehr. Schön, schön. Die Schönkrähe, die Schönkrähe. Ja, okay, ich bin ja da. Ich würde nochmal den, genau, oh shit, oh Mann, den hätte ich haben können. Mist, das war dumm. Ich glaube, er weiß aber nicht, ob ich da drin bin oder nicht. Ganz sicher ist er sicher noch nicht. Ich glaube, den könnten wir auch diven, oder? Oh Mann, ich hätte da jetzt zweimal, da können wir doch was machen, oder? Okay, Teleport bekommen ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, das ist gut. Also wenn das nicht gut ist, wüsste ich nicht, was sonst gut sein sollte. Also das ist gut. Das ist schön, aber auch gut gleichzeitig. Vielleicht kommt er ja hier um die Ecke. Naja, okay, Leute, lass mal in die Mitte gehen. Wir verbrödeln ja so viel Zeit. Gut, schön. Es ist schön, aber auch gut. Ja, 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 könnte. Ja, ja, okay, okay, okay. Mach doch was. Ja. Q, Autotech, B. Autotech, E. Fallen lassen. Kill holen. Ignite drücken. Ult werfen. Autotech, Red Buff tun. Autotech. Schön. Oh, das ist aber schön, schön, schön. Ich komme, ich bin Ehrenmann. Ich bin da, jetzt lass zusammen fliehen. Weil, because together is everything better. Oh shit, boys. Ja, aber den getten wir jetzt. Zack. Oh, ich habe kein Mana mehr. Doch, ich habe noch einen Slow. Slow. Batz und getroffen. Oh, Leute, was ist passiert? Was ist Masse, frag ich kurz. Leute, und jetzt kommt mein... Ich mache manchmal ganz gerne Magic Band richtig früh. Bei dadurch können wir Turbo Roman... Und sind schnell und machen übel viel Damage und alles. Was ist eigentlich passiert? Das war ja das absolute... Und jetzt ist natürlich, was wäre wenn, beziehungsweise hätte, wenn und aber. Hätte Valga diesen Roam hier nicht initiiert und wäre nach unten gelaufen, wäre ich jetzt nicht 303. Das heißt, Valga ist schuld. Valga ist schuld. Valga ist schuld. So, ich bin schnell. Ich bin ein schneller Fisch, Leute. Er ist kein schneller Fisch. Er ist ein Vago. Aber ich würde sagen, wir warten noch eben auf Aldi-Mate. Aber dadurch können wir ihn wirklich krass hart chasen, Leute. No joke. Also, er hat halt gar keine Schuhe. Wir müssten aber Lilia mal töten. Die ist ein 2-0 da oben. Und Jin nochmal. Jin Waslotski. Wir machen hier... Ich glaube, Vago ist noch da, oder? Wir gehen jetzt Top-Lane, Schmob-Lane. Ja, er ist noch da, aber er ist 0-2, Leute. Lass mal die Lilia getten. So, noch ein Punkt in die E rein. Schön. Schön. Wir gehen mal hier so ein bisschen. Das Ding ist, sie hat einen Rodney. Rodney ist schon ein bisschen Arsch. Aber sie müsste doch mal... Da kommt sie. Da kommt der Pferdefrauenmann. Und sie hat keine Vision hier. 3, 2, 1, go! Oh, was? Der hat getroffen. Ich plädiere auf getroffen. Wirklich? Oh, Mann. Oh, schade. Ja, okay. Vielleicht hat er nicht getroffen. Ja, Kackendreck. Und jetzt kommt hier noch so dreist, Alter. Richtig dreistes Pferd. Ja, Lilia ist halt auch einfach schnell, ne? Was soll man machen? Ich meine, sie ist schwieriger zu treffen, weil sie halt schnell ist. Okay, können wir bitte in die Mitte? So. Ja, Leute, keine Ahnung, wir haben halt keinen CS, aber so ist das bei Fizz nun mal. Was soll man machen? Oh ja, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Ich bin ein schneller Fisch, er nicht. Er ist kein schneller Fisch, Leute. Bitte lass mich rüber. Oh, was? Das war voll knapp. Oh. Oh ja. Nee, ja, doch, ich, ja, so halb. Komm schon. Ah, okay, er hat geultet. Leute, kann ich mal farmen? Was ist los? Leute, Leute, Leute. Leute, wo ist mein Farm? So, wir machen jetzt mal, wir machen die Agenda Farming, Leute. Wir farmen jetzt 30 Sekunden nonstop. Okay, nee, lass mal Base gehen. Kein Mana mehr. Gut, jetzt gehen wir als nächstes bitte... Oh, Brudi. Brudi. Oh, eine Lilia? Ja, also ich hab eine Q. Vielleicht reicht das ja. Leute, ihr seid aber... Ja, ist ja niemand on Spice. Wie soll ich das denn alleine machen? Das ist ja Quatsch. Die ist Level 9. Toplane ist so dumm. Das könnte, ich weiß nicht, also ich meine, die alle, aber, oh, ja, so, naja, so, ja, ja, ja. So, ich gehe jetzt erstmal Base. Also ich mache gerne, Revolver Sheen into Protobelt. Die meisten machen wahrscheinlich direkt Protobelt, aber ich weiß nicht, ich mag das so. So. Ja, Leute, Lilia, die wird echt knaffig ein bisschen sein. Kann ich... Guck mal, jetzt, das wird meine erste Kanone sein. Sehr schön.
Ja, wir farmen jetzt mal Botlane. Vielleicht kommt ja. Ne, Jhin ist in der Mitte. Ach, Suckerblade. Wir nehmen eine Wave mit. Batz. 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 Zack. Katzni. Batzni. Und jetzt gehen wir. Ich bin schon wieder out of Mana, obwohl ich einen Mana-Gestyle gekauft habe. So, jetzt gehen wir in die Mitte. In die Mitte. In die Schmiede. Vielleicht kommt aber auch. Passt auf, Leute. Ich bin ja Detektiv. Ich bin ja ein smarter Boy. Ne? Ich hoffe einfach, dass da keine Vision war. Hier ist Farm. Die prellt an einem Minion, an einem Turm ab. Prallt, prellt. Das will man nicht. Will man nicht. Hallo? Was ist denn mit dem Jhin? Sonst, weißt du, dem AD Carry wird eine Kanone geklaut. Okay, I'm AFK. I'm done. GG, well played. I'm out. Fuck. Doch. Nee, aber wenn es hier um wirkliche Minions auf der Bot... Was? Okay, nee, ich dachte, er hat den Kill begangen. Wenn es hier mal um wirkliche Minions auf der Botlane geht, ne, einfach, keine Ahnung, ja, noch eine noch Schuhe von Deichmann kaufen, eine Tasche von Gucci, ein Prada von Gabbana. Leute, Leute, Leute. Das hat mich einfach wieder 100 Minions gekostet und trotzdem hat er 50. Aber die da oben hat halt 100. Vor allem kostet mich das richtig Levels, muss man dazu sagen. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, okay, aber gut. Ja, eine Platte. Oh, eine Platte, eine Platte. Gib mir eine Platte. Was haben wir für Drachen 2? Schön, 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 schön. Platte. Ich nehme eine. Einmal Platte Macchiato, bitte. Dankeschön. Ja, toller Cage. So. Wir haben mal. Wir könnten jetzt. Ich würde sagen, wir pushen durch und kaufen mal einen Sheen. Einen Quick Sheen. Wobei, ja, noch eine Platte wäre cool eigentlich. Aber wenn ich jetzt shoppen gehe, kriege ich vielleicht noch eine Platte. Vielleicht schaffen wir das. Ja, und die Frage ist, was mit Lilia? Komm, die holen wir jetzt. Das, die hole ich. Can I? Can I? Naja, also ich can sie. Ah, okay, shit. Ich dachte, die läuft hier unten lang. Kacke. Oh, die hat richtig Geld gegeben für Bardolino. Ja, jetzt müsste ja gehen noch eine Wave mitnehmen. Aber egal, wir machen jetzt Sheen. So. Faxendicke. Gut, und jetzt noch ein Buch dazu. Das Amplifying Tome. Ach so, ich habe übrigens gar nicht mehr auf Chinesisch bzw. Italienisch gestellt. Weil das so ist. Weil, ja, ich spiele jetzt TFT ganz viel und ich wusste am Anfang nicht, was die Sachen machen. Deswegen, ne? Ja, gut, passt auf, Leute. Ich zeige euch jetzt den durchgewürzten Fisch. Naja, er müsste aber, er müsste schon, ja, die Frage ist, wen töten wir? Die sind alle 0-100. Es ist wirklich nur Lilia. Wir müssen uns wirklich nur um sie kümmern, actually. Fizz Blue. Yes, Mr. Snowman. I would be very pleasured. Kann man das so sagen? Der Turbofisch. Woo! Oh, das ist, glaube ich, mein Selbstmord, Leute. Und jetzt. Ja, schön. War ein bisschen Turbo-Greedy auf Turbo-Basis, aber hat geklappt. Komm, eine Platte, eine Platte, eine Platte, eine Platte, eine Platte. Platte, 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 Platte. Platte. Oh, shit. Oh, jetzt ist er weg. Toll. Oh, Mann, da zerbricht mein Herz. Zack, da fällt es runter. Da, jetzt liegt, da liegt mein Herz. Toll. My heart is gone. My heart is gone. Oh, schieb mich nach da oben. Danke, danke, danke. Jetzt habe ich keine E. Ich habe keine E. Das 0-100 Pferd killt mich. Oh, Gott. Na gut, jetzt gibt es wenigstens wieder Geld. Leute, ich kaufe mir ein neues Handy, weil meins ja kaputt ist. Folgendes. Ah, scheiße, ich brauche noch Protobild, fällt mir auf. Scheiße, kein Geld. Ja, müssen wir jetzt komplett drauf sparen, dass wir uns eins kaufen. Ja, welche Farbe soll ich nehmen, Leute? Ihr könnt mich jetzt mitentscheiden, also beeinflussen. Es gibt Grau, so Anthrazit, ne? Das sieht ganz nett aus. Wobei Anthrazit ist es eher schwarz aus, ne? So grau-schwarz, so, ja. Dann gibt es Hellblau, hat auch was. Und dann gibt es, Schwarz. Schwarz, Antrat, also schwarz, grau und hellblau. Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist, schwarz geht immer. Aber ich hatte halt schon immer schwarz, ne? Oh, er hat geflasht. Schade. Ich war drauf und dran. Was heißt eigentlich, man ist drauf und dran? Wo könnte man drauf sein, aber auch dran sein? Klar, bei einer Frau beim Sex. Drauf und dran. Aber sonst, an einem Baum vielleicht, man ist drauf. Naja, drauf ist man ja nur, wenn man oben drauf ist, oder? Oder ist es auch, wenn man an einem Ast drauf ist? Ist man dann auch drauf? Die Frage ist, wäre man dann auch dran? Pfeil! Das war ein schöner Pfeil. Meine.
Okay, gut, schön. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir unseren Advantage weiter usen, ne? Schön weiter usen. Aber ich dachte, das trifft mich. Scheiße. Au, 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 au. Ja, also ich habe in letzter Zeit auch wieder, wie gesagt, ein bisschen StarCraft 2 gespielt. Ist auch ganz cool, muss ich sagen. Aber ist halt echt schwer, ne? StarCraft 2 ist verdammt, verdammt schwer, das Spiel. Also das heißt schwer, du musst halt einfach übernatürlich sein. Wenn du wirklich gut sein willst im Spiel. Also du musst halt wirklich 1000 Knöpfe pro Sekunde drücken. Da ist schon wieder Lilia, die wird jedes Mal gejagt. Das ist meine. Heute gibt's Pferderagubre. Oh, scheiße, sie hat ihre Ultimate drauf. Die Silien, aber die kann jetzt nicht einfach weglaufen. Bläu! Ein schöner Bläu. Schön, 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 schön. Wir haben gleich wieder einen Fisch. Der gebutterte Fisch. Guten Tag, einmal bitte dich. Autotech WE. Droppen. Autotech weglaufen. 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 In abwarten, bis gut passt. Ah, shit. Ja, ich wollte auch. Das reicht nicht, scheiße. Oh, shit. Na, der, hat der hier gezündet? Der Sackeblatt. Okay, ich warte hier. Vielleicht kommt er noch und dann zünde ich ihn an. Na, okay, Weigerfarm, unten der Pot. Der Bot, der Keg. Gut, wir können jetzt Brot Hohenwelt tatsächlich mal kaufen. Schön, 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 schön. Ja, Leute. Was sollen wir? Wir brauchen jetzt irgendwas Lustiges, was wir machen können auf dem anderen, auf den billigen Account. Das heißt, was gibt's Lustiges? Vorschläge. Klar, dann kommen wieder so ferngesteuert dies und das. Aber gibt's irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben? Irgendwas Cooles? Ja, Ultimate Bravey haben wir, also haben wir schon mal gemacht, aber schon sehr lange her. Aber ja, ich habe auch keinen Iron Account. Schwierig, schmierig. Ultimate Bravery, so Eisen Bravery hätte ich aber trotzdem den noch mal Lust, Leute. Wäre eigentlich eine Idee, aber ich weiß nicht, ich habe keinen Account dafür. Ich habe halt nur einen Gold-Account und mit Gold ist gar nicht, da sind oft Smurfs und so, das ist echt schwer, da so Bravery-Account zu spielen. So, ich bin da. Können wir den bitte haben? Danke. Schön. So, passt. Oh, ich wollte sagen, wir fahren Botlane, aber hier geht's schon wieder rundher. Ich fahre auch durch. Scheiße. Und der Wurf. Wo ist mein Ult? Oh, da hinten. Lull. Das Ding ist, wenn ich da jetzt drauf gehe, werde ich sterben. Außer ich mache so und so. Wuhuhu. Ja, okay, es war, naja, es war, also, ja, ich meine, es war halt, ne, aber ja. Leute, schafft ihr das? Ist Lilia noch am Leben? Ihr müsst Lilia töten, die ist gefährlich. Lilia, 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 Lilia. Fokus, Lilia. Oh, Boys, Boys. Oh, aber immerhin hat Zillion. Komm, schieß. Oh, immerhin hat Zillion die Kills bekommen. Ja, scheiße. Oh nein, Leute, wir throwen. Throw everything on Lilia. Ja, der Fight war halt dumm. Und dass ich da in den Start reingefahren bin auch. So, wir brauchen jetzt Stundenglas, Leute. Ja, wir so throughout my games, by the way. Ne? Man darf als Assassin nicht sterben, darf man nicht. Und ich habe zwar die beiden Carries von den Gegnern getötet, aber die sind halt beide 06 und 05. Klar, trotzdem gut, dass ich sie getötet habe, aber this went too early? Ja, also ich weiß nicht. Also ja, so bessere Zeit gab's doch nicht. Vielleicht wentet ihr einfach zu late. Ja, das Problem ist, dass unsere Ilialioi da ziemlich schwach ist. So, wir gehen jetzt Botlane und farmen ein bisschen. Ah, dieses Pferdefrauenmann-Ding, ey. Ja, kann ich nicht fighten, Leute. Geht nicht. Geht nicht. Scheiß Brüser, ey. Brüser sind richtig scheiße. Vielleicht kommt ja der Djinn-Birdlane. Ich müsste auch mal meinen Anti-Invisionierer kaufen. Vielleicht kommt der. Ah, fucking hell. Ja. Ja, die Ult hat nicht so viel cool. Das ist nicht schlimm, wenn die mal nicht trifft. Aber, also lieber benutzen, als sie gar nicht zu nutzen. Bis wir jetzt das nächste Mal brauchen, ist sie wieder ready. Aber, ja. Wir müssen jetzt wirklich gucken, wie wir. Ja, Rift Herald. Da müssen wir jetzt aber Gas geben. Ja klar, was für Kant. Natürlich können wir. Müssen nur ein bisschen Gas geben. Da noch ein Wort drüber. Hier so. Batz. Nur ein bisschen. Ich glaube, der geht bis 55 oder 45 oder so. Steht das nicht hier? 2 Sekunden. Oh, guck mal. Zack. Ich nehme den. Na ja, okay, dann nimmt Illaoi den. So Leute, wie können wir das Game nach vorne preschen? Wen muss ich töten? Kann nicht Illaoi töten. Lilalia, meine ich. Lilaloi Dingsteile. Mann, warum haben die den selben Namen, Alter? Naja, sie ist eigentlich gar nicht so tanky, wie es aussieht. Sie hat halt HP, aber das war's. Das war's. Jetzt, Leute, jetzt. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Okay, sie hat diese Scheiße da bekommen. Mist. Mist. Naja, ich habe auch ihren Flash bekommen, aber wie ist Lali gestorben? Oh, Leute. Guys, oh Mann, das verlieren wir ja wohl nicht, oder? Leute. Can we focus? And all in Lilialoi Ding.
Ja, Leute, ich habe gleich wieder Ult. Seht ihr, die ist immer ready. Immer nutzen, Leute. Ich habe aber auch 40 CDR, muss man sagen. Naja, scheiße. Ich glaube, ich muss... Mann, ey, was soll ich machen? Farm, Botlane, wir... Wir haben halt doch Lucian und Lucian ist irgendwie, ich meine, besser als ein 05 Jhin, aber irgendwie macht er nichts, oder? Die haben halt Zillion. Zillalion. Ja, scheiße, Mann. Ja, lass mal Toplane Tower pushen, Leute. Also, im Prinzip, wie beendet man Games? Lass uns mal dran halten. Im Prinzip immer von außen nach innen. Das heißt, erstmal. Wir können hier warten, ist nicht schlecht, weil wir. Ah, fuck, er hat irgendwie ein Ward hier oder so. Stoppen Sie das. Okay, jetzt bin ich halt laut. Das ist ein bisschen nervig. Ja, weil, ja... Also von außen nach innen. Den Turm, dann diese drei Türme. Weil die äußeren Türme sind offensichtlich einfacher. Ich will hier nicht fighten, Leute. Aber ihr fightet gerade. Ich habe wenig... Naja, es geht. Aber nicht die meiste AP. Sind hier vielleicht irgendwo ein paar Tomaten? Lilia ist unten, aber, sie ist leider... Ach, schade. Ich dachte, der wäre da gewesen. Falsch. Falsch! Aber den haben wir. Und jetzt den. Oh, die Bomben, die explodieren mich gleich. Die stunnen mich auch. Ah, oh, Sackeblade. Wo ist Lilia? Könnt ihr den töten? Pferde, tötet den Pferdemann, tötet den Pferdemann. Und dann die Pferdefrau. Was? Bart, Bart. Oh Gott. Und jetzt kommt die Pferdefrau und tötet alle. Everyone will die. Everyone will die. Jetzt kommt die Ultimate. Alle schlafen ein, alle sterben. Jeder schläft ein und alle sterben. Alle haben überlebt. Cool, schön. Ja, Mann, Leute. Drache. Ja, Drache ist die beste Idee, Leute. Drache, 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 Drache. Irgendwie ist das richtig schwierig. Aber ich weiß nicht, warum. Liegt das an mir? Ein bisschen. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, Alter. Oder. Ja, wir müssen im 20er warten. Wobei wir den Infernal brauchen. Aber ich brauche auch das Stundenglas. Ich habe ja Home Smarts. Smart Home, Home Smarts. Und die fighten gleich wahrscheinlich erstmal und so. So, ich bin unterwegs. Ich brauch's. Ich brauchte es. Es war wichtig. Na, jetzt geht's gleich los und das ist gar nicht so ultra schlecht tatsächlich. Naja, also das Lucian-Tod ist schon sehr schlecht. Ach, Leute. Ja, vielleicht hätte ich da sein sollen, aber vielleicht hätten die auch einfach weniger inten können. Ist natürlich auch... Oh, die inten aber auch gerade ein bisschen. Ich will aber eigentlich nicht schon wieder diesen Typen hier töten, ey. Aber ich muss, glaube ich, weil der ist free. Kann ich sie töten? Meint ihr, das geht? Ich glaube nicht. Ich meine, ich bin fett, Alter. Wenn nicht sie, wen dann? Sie will aber nicht, vielleicht kommt sie aber nochmal wieder, weil sie denkt, sie kann, ne, ich glaube. Ja, vielleicht, aber doch. Ach, fuck, Alter, die ist zu schnell, ey. So ein Dreck und jetzt kriegt sie ja noch Zelean. Vielleicht kommt, ach, leck mich, Alter. Ach, Leute, ey, das gibt's doch nicht. Können wir uns bitte konzentrieren? Alle? Was machen die denn alle? Leute. We got soul? Oh, lol, wir haben die Seele bekommen. Hä, wie? Haben die nicht den Drachen gemacht? Weil die mich gechased haben, oder was? Okay. Geil, okay. Also, brauchen wir Magic Pen? Naja, also Lilia ist killbar. Ist nicht unkillbar. Ist machbar, schmachbar. Ist aber auch schon wieder hier... Ja, weiß ich nicht. Mann, ey, wir haben zwei fette Carries und kriegen nichts geschissen. Wie kann das sein? Auch, ich verstehe das nicht. Ich glaube, es liegt an Zillion. Zillion ist so broken, weil er einfach überall seine scheiß Ultimate draufhaut. Und weil Toplaner fucking strong sind, Mann. Die ist zwei Level über alle drüber, ey. Das ist total broken, Mann. Dass Toplaner immer 100 Level drüber haben, das ist total unfair. Guckt euch diesen Lau an! Die hat nicht mal Tank. Ja, okay, jetzt wird sie tanky, aber bis gerade nicht. Ja. Und das, hier, Leute, bitte jetzt, perfekt. Oh, was, wieso? Ach, sie läuft einfach. Tötet sie jetzt! Bevor Zillion kommt. Danke. Ah! Mann, ey. Lilia, ey. Ich spiele ja auch gerne Lilia, aber das ist ja schon broken, ey. So broken, so broken. Die Frage ist, nehme ich den hier schnell? Ist das Quatsch? Ja, vielleicht ist das Quatsch. Ich glaube, ich soll zum Baron Dragon gehen. Oh, Leute, gib mir auch Zillion Ult. Ach, ich bin ein Inter, ey. Dritte Generation. Ja, jetzt habe ich das Game vielleicht weggeworfen, aber vielleicht war es auch nicht so gut, Baron zu machen. Ja, ey, Leute, das Game wird ein Lose, ey. Oh, sacre bleu, ey. Aber es liegt... Also, ja, ich habe es jetzt verkackt. Gebe ich zu, akzeptiere ich. Aber... Ey, Mann, wir haben einen fetten Lucian, der macht gefühlt nichts. Ich weiß nicht. Ich habe nie das Gefühl, dass die Gegner umballert. Der stirbt einfach immer nur und hat Kills.
No blaming, though. Wollten nur einen Tatsachenbestand, eine Bestandsaufnahme. Eine Bestandsaufnahme. Vielleicht müssen wir mal drauf achten. Vielleicht macht er Damage, aber ich habe das Gefühl, er hat nur Kills. Immerhin baut er Crit. Das ist nicht so schlecht, weil dadurch, vielleicht macht er deswegen kein Damage. Weil Crit Lucian ist halt im Early Game nicht so gut, aber im Late Game besser als ein normaler Lucian. Aber hätte er wahrscheinlich so Rune King oder irgendwie, keine Ahnung, was man halt so baut. Oder hier Mana, Mune, Reaver, Eve Smeaver. Ich glaube, ich muss einfach mal auch hier wieder die töten, die ich immer töte. Wie wär's mit Jin, Vaslovski und Weiger, Leute? Ich töte, weil wenn die tot sind, sind die tot. Das ist mein Merkspruchsatz. Wir haben jetzt auch wieder Stundenglas, hatten wir gerade nicht. Ich glaube, hier haben die keine Vision. Hier verstecken wir uns jetzt. Guck mal, da hatten die auch keine Vision. Ist nicht zu schlecht. Vielleicht kommt hier gleich einer rangesteppt. Oh boy. Okay, der ist weg. Das ist nicht schlecht. Jetzt lauf, lauf, Fiss, lauf, 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 Fiss, lauf, 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 lauf. Ich bin raus. Den könnten wir noch. Brrrr! Das war der fliegende Tornado-Wurf. Oh, ich habe eine Bombe. Weg von mir, weg von mir. Ah, okay. Schön, das war nicht schlecht, war schön. Das war schön und nicht schlecht. Es war schön und nicht schlecht. Springendes Ignite-Attacke. Okay, jetzt mach den. Jetzt machen wir den. Jetzt gehen wir hier raus. Jetzt warten wir ein bisschen auf Cooldowns. Machen den und jetzt machen wir den durchbohrender Fingerspieß. Schön. Wer springender Fingerspieß? Rennender Fingerspieß. Oh, das sind die mächtigen Fingerspieß-Attacken. Wir machen nochmal der fallender Fingerspieß mit Auto-Tech Q. Auto-Tech. Lauf. Lauf. Schön. Leute, die mächtigen Fingerspieß-Attacken. Mächtig, schmächtig. Empfehle ich euch. Mache ich direkt Combo-Guide demnächst für Leute. Leute, also an mir liegt's nicht, kommt. Ja, also doch so ein bisschen. Ich bin ehrlich, ich throw schon hier und da immer mal ganz würzig. Ja? Also, aber ich finde, das hier ist ein Team-Game. Nono ist gut. Nono ist gut und Bart ist gut. Lilia ist hackt halt offensichtlich so irgendwie so ein bisschen schon. Und naja, also bei Lucian, ich weiß nicht. Macht der Arbeit? Vielleicht sehe ich es einfach nicht. Vielleicht macht der Arbeit. Wir werden es am Ende sehen, ob er Arbeit macht. Ich meine, immerhin intet er nicht. Und ich habe lieber einen 9-3 Lucian als einen 1-7. Aber normalerweise, wenn man einen 9-3 Lucian hat, müsste er nicht alles zerstören? Ich weiß ja nicht. Gut, can I blue? Wir haben halt auch Seelenschmähle, ne? Wurf! Mich selber! Okay, gut. So, da unten ist Veigar. Vielleicht können wir den ganz schnell assassinieren. Das ist ein Kontrollwort. Okay, machen wir einfach das Kontrollwort weg. Ich brauche auch den Endvisionierer noch. Das wäre Pogonation. Pogonation, Donation. So, das nehmen wir mit. Machen wir eine Minion-Wave weg. Was ich lernen muss, ich habe sonst immer Protobelt in die Wave gemacht. Und dann, wenn ich ihn brauchte, hatte ich ihn nicht ready. Das heißt, ich muss lernen, nicht zu Protobelten in der Wave. Das ist wichtig. Vielleicht, wenn ich shoppen gehen will, dann ja, aber sonst nein. Die fighten gerade, deswegen müssen wir da jetzt hin. Das ist gar nicht schlecht, weil wir können immer schön von hinten an den ganzen Rand hier. Schön von hinten, Leute. Und jetzt sneaken wir nämlich wie so ein sneakiger Assassin und machen diesen hier. Peng! Guten Tag! Einmal bitte all euer Leben! Oh mein Gott, gib noch den! This is how you assassin! Sundonai! Unonai! Der turbo-drehende Turbo von unten fischende Köftespieß. Fischspieß. This is how you do it! Also Leute, an mir liegt's nicht, komm. Da. Wo ist mein Benter? Wer hat mein Benter? Miss. Pre. Achso, dieser Account ist übrigens verflucht, Leute. Er ist doppelt verflucht. Er ist verflucht und gesegnet. Denn auf dem Account ist meine Winrate unglaublich. Also nicht so, wow, das ist unglaublich krass, sondern es ist unglaublich. So, wenn ich euch das erzähle, glaubt ihr es einfach nicht. Der hatte eine Winrate von 3,23. Das heißt, 3 Wins. 23 Niederlagen. No joke. Ich habe wirklich alles auf dem Account verloren. Manchmal stand ich auch so 18-5, habe trotzdem das Game verloren. Also, habe öfter geintet, aber auch nicht immer. Ich kriege aber pro Game irgendwie plus 29. Wird aber jetzt, glaube ich, weniger mit der Zeit. Und minus 11. Deswegen gesegnet. Er ist gesegnet und verflucht. Aber ich verliere eigentlich alle Games auf dem Account. Das müsst ihr euch merken. Deswegen würde das Game hier wäre ein guter Beispiel bis vorhin eben gewesen. Oder falls wir das vielleicht noch verlieren würden. Der verfluchte Account. Ledorsch. Ledorsch ist aber auch ein Pogonation-Name. So, was machen wir? Was geht ab? 2 Minions mitnehmen. Jetzt gehen wir auf Rabadon. Wenn wir jetzt Rabadons kaufen, haben wir turbo viel AP.
Vielleicht können wir jemanden abfangen. Ich habe schon wieder nicht den Rand-Visionierer-Ding gekauft. So ein Dreck, aber auch aus Blue Buff da. Guten Tag. Einmal bitte den Blue Buff und eine Ultimate. Oh shit, die ging übers Ziel hinaus. Guten Tag, ich bin raus. Nein! Nein, Leute! Tötet. Ja, okay, ja. Vielleicht. Ja, ja, ja. Okay, jetzt können wir Lucian zugucken. Die Lucian Cam. Aber jetzt sind eh alle tot, also. Ja, schön. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich habe Engage. Kann ich mit leben. Ist in Ordnung. Ja, schön. 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 Ich muss sagen, Fist spiele ich halt einfach unglaublich gerne, weil er einfach super viel Spaß macht. Du kannst ständig durch die Gegend springen, du kannst irgendwie, du kannst coole Outplays machen, du kannst viel durch mit der Ult machen. Rumjumpen macht eigentlich immer viel Spaß, muss man tatsächlich sagen. So, wir gucken mal, was uns an Elo-Points mäßig erwartet. Lasst uns schauen. Habe ich irgendwas, was ihr hier zacken? So, sehr gut. Habe ich League an? Sehr gut. So, wen honoren wir? Ja, Nunu war overall schon so ein Kern, sag ich mal, ne? Der war schon ein Kern. So, Ranked Revert, Ranked Armor. Danke dafür, dass ich berühre. 27, Leute. Schön. So, Damage. Ja, ich glaube, Lucian hat schon Damage gemacht. Naja, aber so viel jetzt auch nicht. Eigentlich, man, es ist sind's ja auch nicht immer so viel da. Also, es geht nie. Leute, dafür, dass er 12-3 war, hat er gar keinen Schaden gemacht. Guck mal, Lilia Lilaui hat fast denselben Damage gemacht. Und die war 1000. Und auch Nunu hat nicht deutlich weniger gemacht. Und als Assassin machst du immer nicht so viel Damage. Deswegen ist das hier auch nicht so viel. Also, ja, Leute, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Und tschüss. Hab euch lieb.